Sophia, wir reden über Männer. Ja, wir reden über Männer. Kommen wir jetzt, zu meinem Thema? Jetzt geht's los. Okay, es geht los. Das ist mein Lieblingsthema, also Lieblings in Anführungsstrichen, weil es ist sehr bizarr. Also die Gleichstellungsbeauftragte vom Auswärtigen Amt hat einen Knigge rausgebracht für Verhaltensweisen, also wie Männer sich eigentlich verhalten sollen. Ne? Wenn wir uns das mal anschauen, da ist zum Beispiel Punkt 2, das ist mein Lieblingspunkt des Ganzen, das heißt, lasst Emotionen zu. Also Männer sollen praktisch Emotionen zulassen, weil sie ja per se eigentlich überhaupt gar keine Emotionen haben und eigentlich auch überhaupt keine Emotionen zulassen, sondern das sind ja nur wir Frauen, Männer überhaupt nicht, ne? Oder Olli? Wann hast du denn das letzte Mal Emotionen zugelassen? Regelmäßig, eben gerade zum Beispiel schon, aber Emotionen gehören einfach mit dazu. Ja. Ja, es ist, das kommt ja so ein bisschen auch dann in mein Thema mit, was man noch political correct machen muss, und es wird momentan ja wirklich übertrieben. Es ist ja ein sehr harter Cut, wenn wir gerade über das reden, was in Afghanistan ist. Wir haben Corona, wir haben wirklich ganz viele Themen, aber mittlerweile haben wir auch wirklich einen Großteil, müssen wir uns mit sowas irgendwie auseinandersetzen, was man jetzt als Mann, Frau, richtig, genau, Auswärtigen Amtinnen sagen kann. Das Perfide ist ja eigentlich, dass es ja um political correctness ja eigentlich gar nicht richtig geht, sondern es werden ja Dinge abverlangt, die ja eigentlich normal sind. Also es werden ja Dinge abverlangt wie sexualisierte Gewalt, wenn Sie die beobachten, bitte greifen Sie ein. Was steht da? Da steht auch noch, helfen Sie Ihrer Frau im Haushalt, denn wenn Sie es nicht tun, werden Sie Burnouts bekommen. Das heißt, wenn die Frau. Ja, die Frau wird Burnout bekommen. Das heißt, Amira hat die Burnout, weil du nicht im Haushalt... Heute muss ich hier sein. Heute also wenn man das aber mal... Sonst hättest du geholfen. Heute Morgen noch abgewaschen. Nein, es ist staubsaugt. Es ist ja, es geht ja nochmal, es ist auch auf gewisser Art und Weise wird ja auch ein sehr steinzeitliches Bild auch gezeigt von Mann und Frau und so. Viele Sachen sollten normal sein, aber ja, ist gut, aber das Auswärtige Amt sogar, also ich meine das Auswärtige Amt, also die hätten jetzt momentan echt noch 3 andere Themen, die sie machen können, aber nee, wenn sie darum sich jetzt gerade kümmern. Das ist ganz wichtig jetzt gerade. Ne? Ja, gut. Ich finde es wahnsinnig bevormundend und ich finde, es werden Dinge abverlangt, die eigentlich selbstverständlich sind und man verkauft die Leute eigentlich so für dumm. Und das finde ich, was ich so wahnsinnig frech finde. Es werden einfach, bitte machen Sie das, bitte schauen Sie zu, bitte helfen Sie Ihrer Dame im Haushalt, bitte benutzen Sie gendergerechte Sprache. Ich meine, es ist mir immer oder den Männern auch selbst überlassen, ob sie bitte gendergerechte Sprache benutzen möchten oder nicht. Und da steht auch, warum Männer das machen sollen. Sie sollen also Gendersprache verwenden, um Frauen und nicht binäre Personen sichtbar zu machen. Mhm. Also, Olli, wie oft hast du denn schon nicht-binäre Personen sichtbar gemacht? Ja, das ist halt ein Thema. Wir wollen jeder Randgruppe es recht machen. Und das kann man leider nicht machen. Aber ich weiß noch nicht mal genau, was nicht-binäre Personen sind. Also das war Computer, erste Stunde, das ist mit Nullen und Einsen, ist irgendwie mit Binärcodes. Aber nicht-binäre Personen weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber jede Randgruppe hat jetzt auch sein Recht auf... wahrgenommen zu werden. Aber zum Gender nochmal, Sophia, genderst du selbst? Nein. Ich auch nicht. Und ich wurde heute als Gästin eingeladen. Also ich habe heute mal wieder eine LinkedIn-Nachricht bekommen, wo ich in einen Podcast eingeladen wurde. Ne? Liebe Gästin. Da habe ich mir nicht mehr die Anfrage durchgelesen, habe nur zurückgeschrieben, ich komme nicht als Gästin. Das ist nichts für mich. Ich bin gerne Gast. Punkt. Ich finde das antifeministisch. Ich finde, Gendern ist antifeministisch. Warum darf ich nicht Gast sein? Aber da würde mich interessieren, wie du das siehst. Ich finde, für mich wird das antifeministisch in dem Moment, wenn ich als Frau sage, ich möchte nicht gendern, ich benutze keine gendergerechte Sprache, und dann werde ich von Frauen eigentlich ausgegrenzt und sage, was? Sie benutzen keine gendergerechte Sprache. Das ist aber nicht mehr zeitgemäß. Und dann werde ich aus den eigenen Reihen von den Damen eigentlich ausgegrenzt, weil ich halt nicht bereit bin zu gendern. Und da wird es dann irgendwie komisch. Aber das ist da viel ein interessanter Begriff, finde ich, zeitgemäß. Ich überlege schon manchmal, also insbesondere im Gesprächen mit meiner Tochter, 16, für die ist es selbstverständlich zu gendern. Also für die ist es auch selbstverständlich, dass man kein Fleisch isst, und es ist selbstverständlich, dass man nicht mit dem Flugzeug fliegt und so weiter. Also diese ist quasi die Vollpackung. Ich glaube, ist das schiefgelaufen. Ja, ich weiß heute nicht, wer das kommt. Aber es regt mich zu dem Gedanken an, ob wir nicht vielleicht schon die Alten sind. Ob jetzt nicht gerade eine große Veränderung passiert, an der wir nicht mehr teilnehmen können. Aber für die nächste Generation ist das schon völlig klar. Also in einer Talkshow in 20 Jahren, wenn es dann noch Talkshows gibt, ist es dann wahrscheinlich völlig normal. Wenn man in 10 Jahren nicht Gästin einlädt, dann kommt keiner mehr. Also dass sich alles umdreht. Und ich habe sogar ein Beispiel. Es ist vielleicht so, wie man vor 30 Jahren im Flugzeug ganz normal geraucht hat. Und wenn man es heute tut, ist völlig klar, dass man es nicht tut. Ja. Vielleicht sind wir in so einer Veränderungswelt,
Und sind nur zu langsam oder zu spießig alt oder zu traditionell? Jetzt bist du dran mit deiner Krawatte. Ich glaube, es ist eher ein bisschen anders. Ich glaube ja eher, und der Punkt ist, glaube ich, ganz, ganz richtig, den Sophia gerade auch gemacht hat, zu sagen, da werden eigentlich alte Klischees ja bestätigt. Nämlich, total, dass der Mann nicht abwäscht, dass der Mann also nur an Männer denkt eigentlich, dass der Mann ein Eisblock ist, so wie Olli Pocher und überhaupt gar nicht keine Emotionen zeigt. Dass der Mann nicht zeigt. Im Haushalt aber steht, nur auf der natürlich. Couch sitzt. Aber es wird ja direkt pauschalisiert. Aber es stimmt doch vielleicht alles. So schlimm ist es auch nicht. Ich glaube nicht, dass es stimmt. Sagen, dass sich schon viel verändert hat. Ich glaube eher, dass die Gleichstellungsbeauftragten ja. Aber wir machen uns in der Sendung nie was vor. Also ihr glaubt, dass in Deutschland flächendeckend die Männer Der Punkt, der zum Beispiel total widersprüchlich ist, dass ja zum Beispiel drin steht, Männer geht in Elternzeit. Es geht, also Männer, die einen Beruf haben und Eltern, Vater sind, ein Drittel der Männer möchten schon in Elternzeit gehen. Die Frage ist ja, warum schreibe ich das dann nochmal auf? Warum brauche ich 8 Punkte? Oder Teilzeit. Ja, und jeder Dritte Mann ist schon in Elternzeit. Es geht hier um eine Beschäftigungstherapie. So. Es geht auch um eine Legitimierung. Ich muss als Gleichstellungsbeauftragte ja auch immer wieder sagen, warum bin ich eigentlich wichtig? Das ist das Gleiche übrigens beim Thema Lohnlücke. Männer und Frauen, das wird ja auch immer wieder kritisiert von den Gleichstellungsbeauftragten. Ja, da wird aber das Managergehalt oder eines Top-Managers mit dem Gehalt verglichen einer beispielsweise Friseurin, die nur 20 Stunden die Woche arbeitet. Dass es da einen Riesenunterschied gibt, ist ja klar. Der wird ganz bewusst immer wieder dargestellt, ist aber falsch. Wenn ich Äpfel und Birnen vergleiche, dann muss ich sagen, das sind Äpfel und das sind Birnen. Ja. Das wird aber bewusst zusammengeworfen. Ich glaube schon, es geht um den Grund Legitimierung. Ich muss immer wieder sagen, wie schlimm etwas ist, auch wenn es falsch ist. Wenn die Lücke gar nicht so groß ist oder wenn Männer mittlerweile wie selbstverständlich auch Elternzeit nehmen oder auch abwaschen, staubsaugen, Emotionen zeigen. Ich muss es aber immer wieder sagen, dass es nicht so ist. Sonst verliere ich meine Legitimität. Nena, wenn du mit einem Mann aus bist und der sagt dann abends, dass er es als sein Größtes ist, jetzt auch an nicht-binäre Personen zu denken, was passiert dann? Ich sage jetzt was ganz Schlimmes und ich werde dafür von allen Zuschauern gehasst. Das ist noch schlimmer, als wenn ich darauf antworten würde. Ich weiß gar nicht, ob ich von meinem Partner wollen würde, dass er in Elternzeit geht. Und da möchte ich auf was anderes eingehen. Das Private ist privat. Das heißt, mein Verlobter und ich werden irgendwann die Entscheidung treffen müssen, wer von uns kümmert sich. Das ist aber eine super private Entscheidung. Ich frage mich immer, was der Staat eigentlich vorhat. Will er bestimmen, was in meinem Privatleben stattfindet. Und ich denke mir, wenn man als Mann zum Beispiel, ein Drittel der Männer würden gerne Teilzeit arbeiten, dann müssen die doch den Arsch in der Hose haben, zu Hause zu sagen, so, kannst du bitte mehr arbeiten, ich will zu Hause bleiben. Genau. Aber es ist doch eine total private Entscheidung. Vielleicht will ich auch in 5 Jahren, dass mein Verlobter zu Hause bleibt und dann werde ich zu ihm sagen, so, du bleibst jetzt zu Hause, da muss ich aber auch die Kohle ranbringen. Was ich so ekelhaft finde an diesem ganzen Ding, ist ja eigentlich, dass man, also man möchte ja eigentlich den Lesern da hier suggerieren, dass man als Hausfrau, als Frau, die sich dafür entscheidet, ihre Kinder zu Hause großzuziehen, keinem Beruf nachzugehen, sondern Hausfrau, also die Damen, die Hausfrau sein wollen, dass das an sich was Schlechtes ist. Mhm. Dass man irgendwie so abgestempelt wird als Hausfrau und was, sie möchte auf ihre Kinder achten. Ich finde, das wird immer so abgestempelt wie so, ach, der hat es ja nicht geschafft, weil der Mann will ja unbedingt arbeiten gehen. Es gibt aber bestimmt ganz viele Frauen, die das einfach auch so möchten. Und ich finde, das darf auch respektiert werden. Und das darf man nicht immer so abstempeln, wie als hätte man keine Ambitionen. Das nächste, ganz richtiger Punkt, glaube ich. Und das nächste ist dann, ja, dass es dann wieder heißt, egal ob der Mann oder die Frau in Teilzeit geht, weil man sagt, da möchte sich jemand stärker auch um seine Kinder kümmern, wie ja jetzt die Gleichstellungsbeauftragte sagt. Und wenn man dann in Teilzeit geht, dann heißt es am Ende wieder, die Teilzeitquote ist zu hoch. Es sind viel zu viele Leute in Teilzeit. Das passt ja auch nicht zusammen. Also entweder wollen wir, dass sich Männer und Frauen stärker um Kinder kümmern, also brauchen wir auch mehr Teilzeit. Dann kann man aber umgekehrt nicht wieder sagen, oh, die Teilzeitquote, das ist alles, wieso wollen wir nicht? Das geht zulasten von Männern oder Frauen. Das passt alles nicht zusammen. Also wir lernen, der Zettel, das Ding ist altmodischer als die, an die es sich wendet, ja? Das ist ja wahrscheinlich die innere Logik. Ja.